Das neue DLC Dächer der Stadt ist draußen und mit dem DLC haben wir endlich Items für unsere Baumschulen bekommen, was ihr dann nutzen könnt und wie ihr ja, die Clipping-Mechanik auch dafür wiederverwenden könnt. Das zeige ich euch heute. Moin moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbank-Dachsen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei den Tipps und Tricks am Sonntag. Ich bin aus dem Urlaub wieder da und das neue DLC ist endlich rausgekommen. Wie könnte es schöner sein? Aber bevor wir jetzt einsteigen, noch ein sehr schöner Anlass. Und zwar haben wir die 1200 Abonnenten auf dem YouTube-Kanal geknackt. Es ist vor nicht mal einem Monat haben wir die 1000. Es ist heftig, wie schnell das geht. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten hier. Das 1000-Abo-Special, der 24-Stunden-Stream steht noch aus. Zu dem kommen wir noch. Ich bin aktuell am Wochenende leider mal viel unterwegs. Deshalb, ich sage rechtzeitig Bescheid, wann das losgeht und dann machen wir das auch. Heute kommen wir aber jetzt wieder zurück zu Anno, zum neuen DLC und wir haben jetzt mit dem neuen DLC endlich Items für die Baumschulen bekommen. Ging vorher nicht, Baumschulen, für alle die es nicht wissen, wurden vorher nicht von irgendwelchen Items beeinflusst. Das einzige was ging, war der Palastbonus, aber wir haben jetzt endlich neue Items. Ich zeige zuerst mal drei Items, die man nur über eine Quest bekommt. Das sind zum einen die Leistungsmedaille in Bronze, in Silber und in Gold. Die beeinflussen jeweils auch Chemiefabriken, Fertigungsstraßen und Manufakturen. Die kriegt ihr nur von einer Aufgabe von Donald J. Bader, wirklich des Skyline Towers, wie schnell ihr den bauen könnt. Ist ein bisschen verwirrend, weil Bronze ist das legendäre Item, Silber das epische und Gold das seltene. Ich weiß allerdings nicht, da ich die Quest noch nicht abgeschlossen habe, ob die trotz falscher Rarität im Prinzip richtig vergeben werden. Die von euch, die die Quest schon durchgespielt haben, können das ja mal reinschreiben, mit welcher Zeit sie das geschafft haben und welches Item sie entsprechend gekriegt haben. Dann haben wir jetzt aber, und jetzt kommen wir mal zu den richtigen Items, wir gehen sie erstmal alle durch. Wichtig ist, die funktionieren theoretisch ein bisschen anders als die anderen Items, die wir haben. Sie haben Vor-, aber auch meistens Nachteile. Das müssen wir bedenken. Und müssen dann so ein bisschen abwägen. Als allererstes haben wir schneller reich werden. Band 1, kein Schaden. Für den Profit könnt ihr ganz normal bei Archibald Black und Isabel Samento kaufen und natürlich erforschen. Aber sehr praktisch, dass wir das kaufen können. Plus 15% Produktivität, plus 8 Arbeitskräfte erforderlich. Wir sehen also, wir senken nicht die Arbeitskräfte, sondern wir erhöhen sie. Plus 15 Attraktivität, 10 Unterhaltskosten und 20% Walddichte. Ich schiebe einmal nach da oben links. Ganz wichtig hier natürlich die Produktivität, aber auch die Walddichte sind sehr, sehr cool für uns. Dann haben wir den optimierten Baumschnitt, plus 15% Produktivität, wieder plus 20% Arbeitskräfte erforderlich. Wir werden sehen, dass mit den Plus-Arbeitskräften wird sich so durchziehen. Wir können die Arbeitskräfte nicht reduzieren, sehen wir hier schon, sondern wir erhöhen sie immer nur. Aber wieder plus 15% Walddichte, plus 15% Produktivität. Die Unterhaltskosten sind in meinen Augen relativ latte, die Baumschulen sind nicht sonderlich teuer und die Investoren bringen eigentlich genug Geld. Auch die Hochhäuser, die ja Unterhalt kosten übrigens mittlerweile, aber wenn man die Investoren ganz gut versorgt, ist das überhaupt gar kein Problem, da kriegt man massig Kohle. Könnt ihr auch wieder kaufen bei Sir Archibald Blake, bei Isabel Samento Forschungsinstitut. Dann haben wir die artenübergreifende Transplantation und das ist auch ein sehr cooles Item, weil wir hier Abfallwaren wieder kriegen und wir wissen ja, Abfallwaren finde ich genial und sind auch in der Regel ziemlich genial. Wir kriegen plus 5 Produktivität, plus 17% Arbeitskräfte erforderlich. Komische, krumme Zahl irgendwie, aber okay, die plus 5% Produktivität. Ja, sind ganz cool, aber ne, ich sag mal, da machen den Kohl am Ende nicht fett. Könnt ihr auch ganz normal wieder kaufen. Und dann haben wir noch die Bestäubungsmethode. Die bringt uns 25% Produktivität plus 30% Arbeitskräfte erforderlich. Also wirklich schon ordentlich was. Und plus 25% Walddichte. Die könnt ihr nur erforschen. Ihr kriegt das Ganze auch über Aufgaben und Militärbelohnung von Bente Jorgensen. Genauso wie alle anderen Items. Aber seien wir mal ehrlich, das ist dann doch eher nur zufällig, dass man das irgendwie mal über Bente kriegt und mit dem Forschungsinstitut macht eigentlich kein Mensch mehr Aufgaben. Wenn ihr das Forschungsinstitut natürlich nicht habt, könnt ihr über Bente Jorgensen, wenn ihr zum Beispiel ihre Insel erobert oder aber auch ihre Schiffe zerstört, die Items hier bekommen und darüber euch dann da eben den Push holen. Ich zeige einmal, wie wir das Ganze hier verwenden, beziehungsweise wie ich das Ganze hier verwende. Jetzt am Beispiel von den Kirschbaumholz
Baumschulen. Das Ganze funktioniert übrigens auch in der neuen Welt. Da zeige ich es, glaube ich, mal eher. Noch besser, weil hier die meisten ja in der neuen Welt stehen. Und zwar habe ich hier drin die Bestäubungsmethode. Habe ich erforscht über das Forschungsinstitut. Die schnell reich werden, Band 1, kein Schaden für den Profit. Die beiden Items habe ich wegen der Walddichte drin. Ich habe vor allem das schnell reich werden, Band 1 aus dem Grund drin, weil es mehr Reichweite bringt. Wo ist es denn jetzt? Ja, hier, es bringt plus 20% Walddichte, das hier bringt nur plus 15% Walddichte. Für einige gibt es auch noch die schneller reich werden, Band 3, praktische Polykultur. Ja, bringt uns auch Abfallwaren, aber das sind die Abfallwaren, sage ich mal, die wir gerne hätten. Klar, plus 25% Produktivität. Aber Kaffee, Tabak und Kakao lassen sich in der Regel etwas einfacher herstellen, sodass wir da die Abfallwaren jetzt tendenziell eher nicht so gut mitnehmen oder nicht so gerne mitnehmen wollen. Für die in der alten Welt können wir übrigens auch noch Flugblatt für Landwirt Lutz Landpartie mitnehmen, aber die Items sind in der Regel einfach, ja, nicht so sinnvoll. Hier können wir noch Zucker abholen. Über dann ist schneller erreicht werden. Band 2 ist die Banane wirklich krumm. Aber auch das lohnt sich in meinen Augen nicht so wirklich. Die beste Kombination ist wirklich die hier, dass wir die Bestäubungsmethode drin haben und das schneller erreicht werden. Band 1, kein Schaden für Profit. Weil dann brauchen wir, ich habe das hier einfach mal so symbolisch gezeigt, circa nur noch ein Viertel der Waldfläche für unsere Baumschulen und können halt viel mehr anderen Kram außen rum bauen, was ich persönlich sehr, sehr praktisch finde. Und wir kriegen bei jedem vierten, beziehungsweise durchs Clipping, bei jedem zweiten Arbeitsschritt eine extra Zitrusfrucht, die ja natürlich auch direkt ins Lager geliefert wird. Das heißt, diese Zusatzprodukte werden nicht in das Warenausgangslager geliefert, sondern landen direkt in unserem normalen Lager, was natürlich sehr, sehr praktisch ist. Und so könnt ihr halt auch zum Beispiel, wenn ihr eigentlich eine Kampferproduktion habt, neben noch Zitrusfrüchte generieren oder natürlich, wenn ihr Zitrusfrüchte ja baut oder abbaut, seht ihr hier gerade, kriegt ihr mit jedem vierten Arbeitsschritt auf einmal drei statt nur einer Zitrusfrucht und das ist in meinen Augen dann doch schon ziemlich stark und auf jeden Fall so der Way to go für sämtliche Baumschulen, wenn ihr das klippen wollt. Ihr könnt das Ganze dann natürlich auch so in eure Stadt einbauen oder außenrum irgendwelche verarbeitende Industrie stellen. Einziges Problem, wenn ihr eure verarbeitende Industrie hier außen drum stellen wollt, ist natürlich, dass ihr auf diese Items hier beschränkt seid. Aber es ist natürlich tendenziell trotzdem möglich. Oder ihr stellt hier halt einfach Bauern bzw. Journaleros rein und deckt damit im Prinzip direkt die Arbeitskraft für die Baumschule ab. Wir sehen schon, die brauchen jetzt mittlerweile minus 73 durch die Items. Ansonsten gehen wir da ja mit deutlich weniger raus. Wenn wir uns jetzt hier mal angucken, die Zitrusfrüchte brauchen eigentlich 35, also wir haben das mehr als verdoppelt, die Arbeitskraft, die wir eigentlich benötigen. Ist aber vollkommen egal, einfach ein paar Items in die Rathäuser rein und schon habt ihr easy peasy genug Arbeitskraft, habe ich auch schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch oben in der Infocard. Und das war es auch schon zu den Baumschulen. Ich bin sehr, sehr froh, dass man die mittlerweile damit pushen kann. Wir sehen auch hier, das Ministerium für Arbeit zählt jetzt endlich mit dazu, was sehr, sehr cool ist. Gerade für die geklippten Baumschulen kriegt man dann schon echt gut Produktivität raus und hier fehlt ja sogar noch ein Buch. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also hier fehlen ja nochmal jeweils 25%, also hier kommen nochmal 50% obendrauf. Und dann kommen wir halt schon auf 306% Produktivität und können da wirklich gut was mitnehmen, denn die Baumschulen nehmen verdammt nervig Platz weg. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen und gefallen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann ja, tretet euch jetzt unseren 1200 Flachbank-DAX-Mitgliedern bei. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal Montag im Stream und Mittwoch mit dem nächsten YouTube-Video. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß bei Anno und beim Hochhäuserbauen. Und ja, ciao, ciao.